So, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Ja, wir sind jetzt hier, wir haben ja den Drachen umgelegt hier. Voll geil. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir müssen ja nicht unbedingt jetzt gleich mal die Story weitermachen. Wir können ja auch mal hier mal was machen. Hier habe ich schon markiert, in Schwester Not finden die Rotwadrone. Und dafür gehen wir jetzt mal nach Weißlauf. Ich mache das jetzt mal mit Schnellreisen. Wenn ihr das nicht wollt, dass wir es mit Schnellreisen machen, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Wenn ihr lieber sehen wollt, wie wir 5 Folgen lang da irgendwo hinlaufen. So. Ach so, ja, Schwierigkeitsgrad. Wir hatten den Schwierigkeitsgrad noch auf leicht. Das haben wir jetzt mal umgeändert, weil sonst wäre das ein bisschen langweilig, wenn man die da alle one-hittet. Das wäre voll scheiße, ist das. Aber jetzt geht das eigentlich in Ordnung. Jetzt ist das auch ein bisschen schwerer. Hoffentlich recken wir die ganze Zeit auch voll geil. Seht ihr mal den geilen Ladebildschirm her? Diesen geilen Roster, Alter. So, wir sollen hier die Rotwadronen finden. Ja, gucken wir uns mal um. Ich weiß auch nicht so genau, ich habe die Quest auch noch nicht gemacht. So. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal um. Vielleicht können wir den ja auch mal hier, können wir die befragen. Ihr solltet das Wildbret versuchen. Oh ja, die Jagd ist meine große Leidenschaft. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Den trunkenen Jägersmann unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe echt diesen ist das Stand. So? Kannst auch mal dein Maul halten. Gute Jagd. Was ist die Feine? Ihr sucht meinen Gatten. Sieht aus wie eine Rotwadrone, da ne? Seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Dort seid ihr verheiratet, so seht ihr auch aus. Hier steht ihr und spricht mit einer verheirateten Frau. Weißt du, Alter, was? Warum bin ich so interessant? Sobald ich hast du ja mit den Gesprächen, da könnt ihr ja mal sagen, ob wir die Gespräche machen sollen oder nicht, ob euch das interessiert. Mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Sie ja labern über ihre Familie, dass sie einen Fall ins Knie kriegen und so eine Scheiße. Geh einfach mal hier rein jetzt. Stufe 4, Alter. Bald Stufe 5. Sagt Bescheid, wenn ihr noch Hulda. Was braucht. Oh, ein geiler Name. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Utgert, die Unbeugsame. Ist wohl mehr Mann als Frau. Lust auf ein Nord-Sprichwort. Michael. Man kennt eine bei Frau ihm ist es genau andersrum. Richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. So. Schande ist das. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, Bock ein bisschen Feuerholz zu hacken? Oh, ja, so, habt ihr jetzt der Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut, aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Unterhalte dich mit Danica über die Zerstörung des gülden Grünbaumes. Haben wir noch einen Nebenquest, können wir irgendwann mal machen. Ja, Geld dürfen wir uns nicht nehmen. Lasst es mich wissen, warte, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Kann ich was gibt es oder tun? Wusstet ihr, dass ein paar... keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Nach einer Rotwadrone suchen. Ist sie das jetzt schon, oder was? Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Los, geh voran. Schnell, kommt mit mir. Lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell ihm auf ihn, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Scheiße, wo ist sie jetzt hingegangen? Verdammt. Ach da. Das Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. So. Weiß ihr, was die uns zu gestehen hat hier? Vielleicht können wir die komischen Heinis da hier hinten am Tor auch umlegen, weil ja auch mal was Geiles. Was? Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich, ja, dann will ich sie mit schneide durch, euch da. In Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? So, beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Sie haben mich gebeten, euch zu suchen. Nehmt da drunter, bevor ihr euch noch wehtut.
Ah, die alte würde ich ja schon gerne umlegen, ne? Aber sind wir mal ehrlich. Ihr dürft es ihnen nicht sagen. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht, was wollt ihr? Vielleicht, wenn es dabei etwas zu verdienen gibt? Ja, schwere Entscheidung, ne? Kommt nur das. Das wird es. Dessen könnt ihr sicher sein. Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikia, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. So, abgeschlossen. Sprich mit Saaria, sprich mit dem Gefangenen der Ali, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Oder berichte den Ali von Saadias Aufenthaltsort. Ganz ehrlich, ich berichte den lieber davon. Wie will ich die alte tot sehen? Komm zu mir, Bock drauf. Sobald die Alikia erledigt sind. Sieht so runter. Du musst die jetzt bloß nochmal finden, die Heinis. Ich meine, wieso sollten wir die retten, ne? Die hat gesagt, wir schneiden uns die Finger ab. Sehe ich nicht ein. Und der Ladebildschirm. So. Keine Ahnung. Sprich mit dem Gefangenen. Berichte. Okay, da müssten wir jetzt ein bisschen. Oder kann ich da schon hin? Nö. Rurikstadt. Ja, komm, dann gehen wir da mal hin. Wir werden bestimmt ein paar Drachen oder so unterwegs sehen. Die können wir uns ja schon mal hinporten. Mit der Macht des Ritualstands kannst du einmal am Tag für kurze Zeit Tode zum Leben erwecken und für dich kämpfen lassen. Aha, echt? Hammer geil, ey. So, nun Latine hier. Das ist eigentlich für ein klobiger Stein hier, ey. Das ist so schlimm. Achso, der ist tot. Hat er noch irgendwas? Fellstiefel, nimm wir mal mit. So, ich muss jetzt bloß mal gucken. Wir haben ja eine verzauberte Waffe, soweit ich das jetzt sehe. Haben wir eine verzauberte Waffe? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit dem Aufladen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wenn das leer ist, dann nimm mal für die Eisenstreitaxt, würde ich sagen. So. Da ist eine Burg. Was für eine Spannacken hier? Also wir sind so total, die wollen mich bloß wieder umkloppen hier. Komm, verpisse ich mich lieber. Oder? Speichern mal. Können wir mal mit denen reden? Eigentlich mag ich die Talmor. Vielleicht könnten wir uns ja damit verbünden. Die waren ja schon in den anderen Elder Scrolls Teilen immer. Komm, schleimen wir uns mal ein bei der alten hier. Statthalter? Geht weiter. So, wer seid ihr? Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Wer sind die Talmor? Fragen wir mal. Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann echt, will ich aber nicht. Ich will jetzt die Prügelei hier provozieren. Komm mal her. Boah, renn auch nicht weg, Mann. Warum haben alle Tamriel eine hohe Meinung von sich?
Dass wir den Menschen überlegen sind, ist eine wohlbekannte Tatsache. Nehmt zum Beispiel diese Verehrung des Talus, des neunten Göttlichen. Ha! Daran glaubt ihr doch gewiss nicht. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen möchtet. Ich kann jeden... Ihr habt mich, ich glaube, an Talos. Ich kann jeden fern, den ich will. Das stimmt nicht. Ihr könnt alle Götter verehren, die ihr wollt. Aber Talos ist ein Mensch. Nur ein Ketzer würde anders denken. Und so werdet ihr den Tod eines Ketzers... Greifen die ihn eigentlich immer an? Hier, schmeckt das, Alter. Hey. Immer rauf da. Rauf auf die Fresse, Alter. So ein Bauer, Alter. Weißt du, wie groß einen auf Fresse machen und dann... Alter, hier, komm. Gold, 40 Manka. Dann soll es schlechter, ne? Komm, verscharen wir hier mal. Vielleicht steht er ja irgendwann wieder auf. Wir wissen es nicht. So, wir gehen mal weiter. So, und ich sehe gerade unsere Zeit. Das ist schon wieder rum. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Ich glaube, der nächste Teil, den wird dann Pasi wieder machen. Mal sehen. Wir beenden hier diesen Part in dieser wunderschönen Kulisse. Mit irgendwelchen dummen Puppen auf der Mauer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.